Hallo und ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass ich euch die Karten legen darf für den Monat August. Klar, wir fangen noch ein bisschen im Juli an, aber damit wir die Wochen vollständig haben, gehört der 30. Juli diesmal auch schon zum August. Ja, ich möchte etwas verkünden und zwar mache ich natürlich auch persönliche Legungen. Ich habe das jetzt nicht so nach vorne geschoben, weil ich eben auch berufstätig bin und das halt nicht immer und ständig ausführen kann. Aber wenn jemand Interesse hat, ich habe eine Webseite www.ella-taroskop.com. Da stehen die Details drauf und wenn ihr Fragen habt, immer auch in die E-Mail. Das ist ella-taroskop@web.de. Also wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Anregungen und so weiter, könnt ihr das gerne auch über die Webadresse schicken. Ja, und dann gibt es auch wieder ein bisschen eine andere Legung. Die kennt ihr vielleicht zum Teil schon. Wer schon länger zuschaut, kennt diese Legung wahrscheinlich schon. Und ja, ihr müsst daraus machen, was ihr könnt und wollt natürlich auch das Beste daraus machen. Diese Legungen sind allgemein, also auch nicht immer für jeden genau passend. Bitte nicht vergessen, weil manchmal kommt dann so, das hat für mich gar nicht gestimmt. Das kann passieren, ja, durchaus, weil, wie gesagt, so viele Leute dabei zuschauen und wenn jemand wirklich eine konkrete Frage hat, irgendetwas möchte, dann braucht es schon eine persönliche Legung. Und selbst dann ist es nicht immer so, dass sich die Dinge einfach so erklären, weil manche Dinge sich einfach so im Laufe der Zeit herausstellen. Weil wenn man Karten legt, da sind dann Dinge angesprochen, an die man so direkt nicht denkt und die sich wirklich auch erst im Laufe der Zeit, ja, sozusagen erklären von selbst, die dann auf einmal kommen und man sagt, ach ja, das stand ja da drin. Ja, und ich biete halt an, Filme für euch persönlich, die euch dann zugeschickt werden oder halt kurze Fragen. Das geht über eine Preisliste, die findet ihr auf der Webseite. Und wie gesagt, ich mache das immer per Vorkasse, also wenn jemand Interesse hat, schaut euch das an. Ja, und wie gesagt, sonst irgendwelche Fragen zum Thema Taroskop oder wie das so vonstatten geht, Wünsche, irgendwas, Anregungen auch gerne immer in die Kommentare. Und denkt dran, ein Daumen hoch hilft immer, wenn es euch gefallen hat. Und ich versuche immer auf die Wünsche einzugehen. Aber bitte denkt auch dran, ich mache die Legung so, wie ich sie für richtig halte. Und ich kann natürlich auch nicht immer alle Wünsche erfüllen, beziehungsweise mich auch nicht immer nach allen richten. Die einen mögen es so lieber, die anderen so. Also es allen recht zu machen, ist einfach unmöglich. Ja? Wichtig ist noch bei den Legungen, dass es geschlechterunspezifisch ist bei den allgemeinen Legungen. Also wie gesagt, ich sage das eigentlich immer vor den Legungen auch, wenn da ein König, eine Königin kommt oder ein Ritter, egal welches Geschlecht angezeigt wird, ich lese die Karte so, wie sie kommt, aber es ist halt möglich, dass es sich dabei um eine Frau oder einen Mann handelt. Das soweit und wie gesagt, es sind halt Inspirationen, es sind Legungen, um euch auf Dinge zu bringen, an die ihr vielleicht nicht denkt oder euch im Vorfeld Dinge aufzuzeigen, die ihr beachten sollt. Das hilft meistens schon sehr. Also die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, sprechen dafür. Und ich hoffe natürlich, dass euch das in diesem Monat auch gelingt und ihr damit wirklich auch was anfangen könnt. Das ist das Wichtigste beim Legen. Was meine Person betrifft, ich halte mich dabei nicht für wichtig und zeige mich deshalb auch nicht. Das ist unwichtig. Wichtig ist die Legung. Und wie gesagt, dass es euch unterstützt und hilft. Und damit habe ich eigentlich soweit schon alles gesagt, außer dass ich euch einen tollen Monat wünsche. Und dann kommen wir gleich zu eurer persönlichen bzw. allgemeinen Legung. Bis gleich! Ein herzliches Willkommen, lieber Wassermann, zum Taroskop mit Ella. Ja, wir sind schon im August, obwohl da noch ein Stückchen Juli hinterher hinkt. Wir sind in der Woche 30.07. bis 5.08.2018. Ja, das Jahr neigt sich schon bald dem Ende zu, hoffentlich nicht. Okay, wir schauen mal, was so die Karten sagen und was du damit anfangen kannst. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es kann dir viel Inspiration geben und so einen kleinen Wegweiser, was du beachten solltest. So, die erste Karte, die wir haben, ist, wie du über dich denkst, wie du dich fühlst. Das ist die erste Karte. Die zweite, was du dir wünschst. Ein bisschen nach außen gehen. Die dritte Karte sind deine Hoffnungen und Ängste.
Dann haben wir, das ist gut für dich. Dann haben wir die Karte, das ist nicht gut für dich. Und den möglichen Ausgang in dieser Woche. So. Die allgemeinen Energien für dich, das ist die unterste Karte des Kartendecks, ist die 7 der Münzen. Die 7 der Münzen bedeutet, dass du dir anschaust, was du bisher geschaffen hast und wo die Reise noch hingehen soll. Also, was kann ich noch machen? Welche Sachen möchte ich angehen? Welches Projekt interessiert mich? Also so eine Orientierung berufsmäßig oder, wie gesagt, projektmäßig. Schauen wir mal. Beginnen wir mit der ersten Karte, wie du dich über dich denkst, wie du dich fühlst in dieser Woche. 7 der Schwerter. Eine unangenehme Karte, weil es geht um Diebstahl. Das kann Ideenklau sein, das kann jemand sein, der versucht, mit was davon zu kommen, der hat irgendwas angestellt und versucht, sich rauszureden. Kannst natürlich auch du sein, ne? Weil die Karte liegt ja bei dir. Das heißt, jemand ist auch vielleicht ein bisschen hinterhältig, versucht, sich gut darzustellen, obwohl er Mist gebaut hat, also die Person. Gucken wir gleich mal mit der zweiten Karte, um was es da geht. Wenn du das bist, kannst du dir sicher sein, dass Karma auf dich zurückfällt. Ist es jemand anderes, wird auch der vom Karma nicht verschont werden. Aber wir gucken da näher nochmal drauf, gleich mit der anderen Karte. So, was wünschst du dir denn für diese Woche, lieber Wassermann? Die Königin der Schwerter, deine Energie. Schwertenergie, Klarheit, Sicherheit, Kommunikation, ja, Denken, Gedanken, auch ja, sozusagen in seiner Form sicher sein, also auch äußern können, ganz klar äußern können, sich artikulieren können, sich entsprechend klar und stark präsentieren können im Rahmen der Schwerter. Ja, das ist so das, was du dir wünschst. Das finde ich gut. So in deinem Element wirklich als präsentable Persönlichkeit die Wahrheit sprechen zu können oder halt kommunizieren zu können. Sehr schön. Hoffnung und Ängste in dieser Woche. Die Herrscherin. Ich glaube eher, das ist eine Hoffnung. Da geht es um das pure Weibliche, da geht es um Fruchtbarkeit, da geht es um Mutter Natur, da geht es um das grundsätzlich Weibliche und natürlich, ja, alle Dinge, die du auf den Weg bringst, sollen Früchte tragen. Soll sich was draus entwickeln, was Positives, was vielleicht Rentables. Ja, das sind deine Hoffnungen und Ängste. Du möchtest etwas bewegen, etwas Positives bewegen, Wachstum schaffen. Ja, auch sehr schön. Dann haben wir die Karte, das ist gut für dich. Das ist der König der Stäbe. Das ist eine feurige Energie. Entschuldigung. Das bedeutet entweder ein gestandenes Feuerzeichen, Löwe, Widder, Schütze. Also kann ein Vorgesetzter sein oder eine Vorgesetzte. Das ist ja, wie gesagt, geschlechterunspezifisch. Das ist auf jeden Fall jemand, der seine Ziele normalerweise erreicht. Ja, also jemand, der wirklich fokussiert und kreativ und auch sehr willensstark und leidenschaftlich für die Dinge kämpft, die er erreichen will. Ich spreche jetzt von der Karte als Energie, also wie gesagt, männlich oder weiblich. Ja? Also jemand, der auch mal Missstände aus dem Weg räumt, der auch mal auf den Tisch schaut und der auch mal aus der Hose fliegen kann. Alles möglich. Aber das ist jemand, der gut für dich ist. Jemand, der dir aufzeigt, wo die Dinge lang gehen oder du kannst zumindest von ihm lernen, also von dieser Karte, von dieser Energie. Wie gesagt, männlich oder weiblich, ja. Das ist wie so ein Vorbild, ja. Du kannst auch, ich sag mal, ohne dass derjenige das weiß, den beobachten und davon lernen und ihn abkupfern, meinetwegen, ohne dass er das unbedingt mitbekommt. Das sind auch Sternzeichen, die das sehr begrüßen. Die haben nichts dagegen, wenn du sie kopierst oder wenn du dir was abschaust. Das sind geborene Lehrer. Also, gucken wir mal weiter, was wir noch für dich haben, was eben nicht so gut für dich ist. Das ist Page der Kelche. Page der Kelche ist ein gefühlvolles Angebot. Da kommt jemand auf dich zu, macht dir ein Angebot. Ob dieses Angebot nun gut oder schlecht ist, kann ich von hier aus natürlich nicht sehen. Nur weil es auf der Position steht, dass es nicht gut für dich, solltest du zumindest ein Auge drauf werfen, auf das Kleingedruckte, auf das Angebot an sich, auf die Person, die das Angebot überbringt. Wenn du ein schlechtes Bauchgefühl dabei hast, lass die Finger davon. Ja? Deine Intuition wird dir schon sagen, ist sinnvoll, sich das mal anzuschauen oder eben nicht. Ja? Du bist ganz klar als Luftzeichen, dass du weißt, was du willst,
wo du hin willst. Aber man kann sich ja eigentlich jedes Angebot mal anschauen. Aber wir können ja jetzt nicht sagen, was das für ein Angebot ist. Aber wenn du etwas angeboten bekommst, bitte schau genau hin. Ja, weil das eben etwas ist, wo du vielleicht über den Tisch gezogen werden könntest. Dann schauen wir mal auf den möglichen Ausgang in dieser Woche für den Wassermann. Deine Karte, der Stern, alles gut für dich. Super. Das ist Hoffnung, das ist nach den Sternen greifen, das ist ein Neuanfang, das ist ja durchweg positiv für dich, ist dein Element, wie auch hier zu Beginn. Aber wie gesagt, das da stört mich ein bisschen, die 7 der Schwerter. So. Ich habe gerade eine Karte, hat mich gerade angesprungen, ich wollte gerade mischen. Und das ist der König der Schwerter. Und der steht hier, also ich sag mal, als zweite Karte zu den 7 der Schwertern. Und was mich daran stört, ist, ich glaube, dass es entweder ein anderes Luftzeichen ist, was versucht, dich in irgendeine Falle zu locken. Ja, oder dir irgendwas versucht einzureden. Sei bitte vorsichtig. Ja, vielleicht ist auch die Energie um die Person, die versucht, dir irgendetwas aufzuschwatzen, ja, ich sag mal, sehr direkt, sehr aufdringlich. Sagen wir es mal so. Der König der Schwerter kann sehr aufdringlich sein. Ja, und deswegen, oder es ist wie gesagt ein anderes Luftzeichen, das sind Waage, Wassermann oder Zwilling. Muss aber nicht unbedingt jetzt das sein. Kann Frau oder Mann sein natürlich, wie gehabt. Sei bitte vorsichtig, da ist jemand nicht so astrein, wie er gerne wäre. Und wenn das deine Energie ist, bitte auch, ja. Denk dran, Karma kommt immer zu uns zurück. Früher oder später, wenn du nicht damit rechnest. Ich denke aber immer, das sind Energien, die auf dich zukommen und möchte dich deshalb davor warnen. Wir haben in der Wunschposition die Königin der Schwerter und wir haben die 9 der Kelche. Das heißt, du wirst stark genug sein, dich zu präsentieren, wie du dich präsentieren möchtest. Du wirst dich so fühlen, du wirst dich stark und wahrheitsgetreu und kommunikativ gut fühlen. Du kannst gut jemandem etwas rüberbringen, du kannst das gut erklären. Dieser Wunsch wird dir erfüllt. Ja, und kannst damit wahrscheinlich auch einen guten Erfolg einfahren. Vielleicht hast du ein Gespräch für einen neuen Job, für eine Lehrstelle, was auch immer. Jedenfalls ist das sehr positiv bestrahlt. Ich denke mal, dass du deshalb diesen Wunsch auch hast. Als nächstes haben wir Hoffnung und Ängste. Das ist die Herrscherin. Das kann auch eine mütterliche Figur sein, zum Beispiel. Oder ja, ein Vater kann das auch sein, weil wir ja jetzt nicht auf Geschlechter achten. Jemand, der dir auch sehr nah ist, vielleicht. Und da haben wir die Königin der Stäbe. Könnte sein, dass deine Mutter eine Königin der Stäbe, also ein Feuerzeichen ist, Widder, Löwe oder Schütze. Und entweder verbindest du damit Hoffnungen und möchtest dich deshalb da gut darstellen, oder du hast Angst vor dieser Person. Das wäre natürlich total falsch, weil diese Menschen eigentlich natürlich auch Leute sind, die man respektieren muss, aber niemand eigentlich, den man, ja, also vor dem man Angst haben müsste. Ja, wir haben also hier auch ein Pärchen, König und Königin der Stäbe. Wir haben hier auch den König der Stäbe, der gut für dich ist. Vielleicht ist das auch jemand, der ja mit dir zu tun hat als Vater- oder Mutterfigur. Schauen wir mal. Da ist ja unter der Position gut für dich. Den haben wir sogar doppelt. Also du hast eine Masse an Feuerzeichen um dich herum oder es betrifft in dem Fall vielleicht eine Person. Und das ist gut für dich. Vielleicht hast du das nur nicht erkannt. Und du möchtest natürlich auch dastehen und deine Dinge verkünden, wie du sie siehst. Und ich glaube, dass du da auch gute Zuhörer findest. Da ist auch die Herrscherin, das pure Weibliche oder dass deine Projekte werden gefördert, werden unterstützt und wahrscheinlich von beiden hier. So sehe ich das. Du hast eigentlich als Gefahr oder ich sag mal zumindest zu beachtend den König der Schwerter und die 7 der Schwerter. Und deswegen kann es sein, dass du dir vielleicht selber im Weg stehst. Ja, das kann auch bedeuten, dass du versuchst, mit irgendwas davon zu kommen und wahrscheinlich mit der Wahrheit hier viel eher den Erfolg hast, den du dir wünschst. Ja, also würde ich dir vorschlagen, wenn, dann
Rücke mit der Wahrheit raus. Du bist ja auch jemand, der die Wahrheit sucht. Also du brauchst da keine Ängste zu haben. Das ist gar kein Problem. Jetzt gucken wir mal, was nicht gut für dich ist, weil wir haben ja hier ein Angebot. Und das ist der Magier. Und der Magier ist halt auf der Position nicht gut für dich. Und der Magier ist immer jemand, der manipuliert. Jemand, der alle Möglichkeiten hat, der charmant und super nett rüberkommt, ja, der auch etwas umsetzen kann. Aber auf dieser Position hat er eben macht er den Eindruck, dass er mehr für sich selber Dinge umsetzt als für dich. Und deswegen bitte ich dich, das im Auge zu behalten. Wir haben hier die Sieben der Schwerter mit dem König der Schwerter und wir haben den Magier hier auf der Position mit dem Pagen der Kelche mit einem Angebot. Also habe bitte ein genaues Auge auf das, was dir angeboten wird, damit man dich wirklich nicht über den Tisch zieht. Du kommst raus als Stern. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Ja, du bist in deinem Element und wir haben die Sieben der Kelche und das ist eine Karte, da hast du so viele Optionen, dass du nicht mehr weißt, was du wählen sollst. Das sorgt für Verwirrung, mein lieber Wassermann. Deswegen solltest du um Rat fragen. Ja, wen auch immer, wer auch immer in deiner Nähe ist, der zu dir steht und diese beiden stehen zu dir oder drei, vier, ja. Frage um Rat. Ja, die werden dir helfen, auf jeden Fall. Und du hast ja auch, wie gesagt, diese Darstellungskraft, die du dir wünschst. Du kannst dich durchsetzen. Du kannst auch Dinge ansprechen, die unangenehm sind. Und du kannst auch Dinge sozusagen den Zopf abschneiden. Wenn das nicht passt und wenn das nicht gut ist, kannst du sagen, das war's. Ja, auch zu dem hier. Ja, weil das eben, wie gesagt, mit den Sieben der Schwerter und hier auf der Position mir halt nicht geheuer vorkommt. Schauen wir mal, was deine Orakelkarte sagt. Deine Orakelkarte sagt Tod. Ich lerne, dass jedes Ende auch ein Anfang ist. Okay, keine schöne Karte. Ich lese mal das Büchlein. Warte. Tod. Traurig. Der Tod ist eine Illusion. Der Körper freilich, den wir brauchen, um uns auf der Erde bewegen zu können, muss irgendwann versagen. Das ist eine der Tatsachen des Lebens. Der Körper ist nicht für die Ewigkeit gedacht. Die Energie des Körpers und das Bewusstsein, das er beherbergt hat, werden im Moment des Todes freigesetzt und kehren in ihre ursprüngliche Heimat zurück, aber sie verlassen uns nie. Alles allzu Festgefügte behindert uns in unserer Entwicklung. Wenn wir aber den Tod einfach als Veränderung betrachten, wird sich zugleich auch alles andere dementsprechend ändern. Ähnliches gilt für Beziehungen oder die berufliche Laufbahn. Wenn eine Seelenlektion gelernt wurde, bringen uns die vertrauten Lebensumstände nicht mehr weiter und dann gilt es, zu neuen Horizonten des Lernens und der Entwicklung aufzubrechen. Dann ist es an der Zeit, sich bei den anderen Seelen in unserem Leben zu bedanken, die ein Stück des Weges mit uns gegangen sind und uns so manches vermittelt haben. Ja, der Tod ist wie gesagt Transformation, Veränderung. Und hier geht es vielleicht in dieser Woche auch um eine Lektion der Achtsamkeit zu gucken, wer will mir Gutes, wer nicht so. Ja, und ich muss letztendlich für mich selber entscheiden, wo geht die Reise hin, was wähle ich. Ja, du hast die Standfestigkeit, du hast den Willen und du hast auch Verbündete. Ja, in diesem Sinne, lieber Wassermann, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen. Und du weißt, auf welche Dinge du achten musst oder wenn sie dir begegnen, dass du ein Auge drauf hast, dann würde ich mich sehr freuen und natürlich über einen Daumen hoch auch. Ja, dann hoffe ich, dass du damit einen guten Start in diese Woche machst und dass es dir gut geht. Dann sehen wir uns, wenn du magst, in der nächsten Woche wieder. Ich freue mich auf dich. Bis bald. Tschüss.